Hallöchen und ein schnurzliches Willkommen zurück zu World of Warcraft The War Within mit Dragomir. Hallo. Hallo. Ja, wir sind jetzt hier im Heilsturz nach wie vor. Ne? Ja, haben ungefähr die Hälfte der Hauptstory geschafft. Also eigentlich geht die Hauptstory sehr schnell, aber es sind sau viele Nebenquests da. Da habe ich nur ungefähr, wir haben die Hälfte. Wir haben die ersten zwei Gebiete durch. Na, du weißt ja nicht, was am Endgebiet noch kommt, aber... Genau. Aber so, wir haben so ungefähr die Hälfte der... Wie soll ich sagen? Ich sage jetzt nicht der Hauptstory, sondern der Story an sich haben wir ungefähr durch. In all der Not. Güte. Sicher zu, dass die Lampenanzünder sich um alles kümmern. Verzweifelt nicht. Ja. Die Schatten spüren. Ja, wir machen schon. In all der Not. Güte. Da ist auch noch eine... Fremdlinge sind eine willkommene Überraschung. Seid immer vorbereitet. Hoffnung besteht immer. Wir müssen nur bewusst nach ihr suchen. Gemeinsam brennen wir hell. Was seid ihr? Ein Freund in der Dunkelheit ist immer wichtig. Oh, da ist noch einer. Komm ich an dich ran? Whips. Jetzt aber. Kommt ihr von oben? Fetisch. So, beruhigt Maximilian. Ja, und wo ist der? Ganz oben. Hier. Ist ein kleiner Bub mit Schwert. Habt ihr mal was Gruseliges erlebt? Hallo. Keine Sorge, Max. Die Lampenanzünder werden... Oh, ich weiß, dass alles gut wird. Mein Vater wird die Kobis hier besiegen. Genau wie damals, als sich der Kristall das erste Mal verdunkelte. Er wartet nur auf den richtigen Zeitpunkt. Hoffentlich kann ich eines Tages auch so ein Held sein wie er. Man muss die Regeln der Sperrstunde befolgen. Wir quetschen hier so durch die Gegend. Der Blitzding. Voll auf dem Türrahmen gelandet. Die Flamme brennt für uns alle. Emotionale Spitze. Wir sind zum Helfen gekommen, aber die Vergangenheit hat mich gelehrt, dass es manchmal viel wichtiger ist, den Leuten Hoffnung zu spenden und sie zu bestärken. Während ihr euch mit den Einwohnern unterhalten habt, haben Taina und ich über das weitere Vorgehen nachgedacht. Wir dürfen die Leute nicht überfordern, müssen ihnen etwas Luft zum Atmen lassen, aber sie auch auf den bevorstehenden Kampf vorbereiten. Wenn sich der Stern verschiebt, ich muss mal eben was gucken tun. So, jetzt. Hütet euch vor den Schatten. Speere gegen die Angst. Velhan und seine Anhänger hatten wohl gehofft, dass sie hier in Frieden leben könnten. Sie waren sich dessen sogar so sicher, dass sie keine Waffen mitgebracht haben. Durch die Angriffe der Kobis ist das jetzt zu einem Problem geworden. Aber die Kobis selbst werden uns helfen, es zu lösen. Wir haben eine große Anzahl von Speeren für ihre Belagerung von Velhans Geltung mitgebracht. Und ein Speer schießt einen Kobis genauso gut auf wie einen Menschen. Zieht los und besorgt ein paar Speere für die Menschen, damit sie keine Angst mehr haben müssen. Mögen die Schatten vorüberziehen. Die Rückeroberung von Velhans Geltung. Das Problem, das ich sehe, sind die Kobis. Sie sind zu zahlreich für uns. Jeder von uns hier hat in der Armee des Reiches gedient, als wir in Heilsturz ankamen. Die meisten von uns sind vielleicht ein wenig eingerostet, aber wir wurden dazu ausgebildet, gefährlich zu sein. Dennoch müssen wir unsere Nachteile gegenüber den Kobis ausgleichen, unter anderem auch unsere zahlenmäßige Unterlegenheit. Zieht also los und sorgt dafür, dass wir gleich aufgestellt sind. Amira und ich werden die Menschen hier behalten. Behaltet die Dämmertürme im Auge. Okay, auf geht's. Schupere sammeln. Meine Hand braucht er lang, um das Ding aufzuheben. Mm-hmm.
Lalalala. Ja, und die Angreifer sind hier gerade leider alle schon tot, weil ich gerade gequestet wurde und sie alle getötet wurden. Ja. So konnte man hier wenigstens in Ruhe sammeln. Aber hier unten, hier sind noch welche. Gurgel, gurgel, gurgel. Fertig. Gemeinsam brennen wir hell. Seit dem Tag, an dem die Kobis meine getreuen Gefährten in der Nacht verschleppt haben, um sie zum Abendbrot zu verschlingen, hasse ich sie inbrünstig. Dank eurer Bemühungen heute wird hoffentlich kein Einwohner von Velhans Geltung dies je am eigenen Leib erfahren müssen. Findet Glück im Licht der Machen Blabber. Die Kobis euch Ärger? Bald werden die Menschen von Velhans Geltung den Ärger zu dunkeln. Böses auch nicht. Gute wird. Arbeit, das ist genau, was wir brauchen, um die Kobis nicht nur für einen Tag zurückzuschlagen, sondern um dafür zu sorgen, dass die Menschen von Velhans Geltung sich in Zukunft verteidigen können. Für das Reich. Lehrt einen hungrigen Mann das Fischen. Die Menschen in Velhans Geltung haben sich schon zu lange eingeschlossen, voller Angst vor der Dunkelheit. Da draußen gibt es viele Gründe zur Furcht, aber diese Menschen sind kompetent und stark. Sie sollten die Kobis vertreiben und sich nicht hinter ihren Mauern verstecken. Bringt diese Speere zu den Leuten von Velhans Geltung. Sie haben gelernt, sich vor ihren Problemen zu verstecken, aber wir werden ihnen zeigen, dass sie sich hier, ihr Leben zurückholen können. Für das Reich. Hä? Ja, hier, den Ach Leuten. So, jetzt nochmal. Tretet ins Licht. Hier, so ein Speer. Hoffnung besteht immer. Ja, so ein Speer. Wir müssen nur bewusst nach ihr suchen. Speer. Auf uns ruht alle Hoffnung. Ein Speer. Wir sind Sucher des Lichts. Ich, das Kind kriegt natürlich keinen. Fremdlinge sind eine willkommene Überraschung. Auf uns ruht alle Fertig. Hoffnung. Wir sind Sucher des Lichts. Seid immer vorbereitet. Ich denke, jetzt werden sie sich ganz anders verhalten. Jetzt, wo sie bewaffnet sind. Es hat etwas, wenn man weiß, dass man auf sich selbst aufpassen kann, dass man seine eigenen Probleme bewältigen kann und niemand braucht, der einen rettet. Natürlich werden wir Lampenanzünder immer da sein und helfen, aber es ist sehr wahrscheinlich, dass wir beim nächsten Mal nicht gebraucht werden. Im Lichte ihr die Arbeit tut, denn im Dunkel Böses auch nicht. Absturzbergung. Vieles ist schiefgelaufen, als die Unbeugsame abgestürzt ist. Aber besonders bedauerlich ist, dass wir, als wir endlich den Befehl bekamen, uns nach Merelda zurückzubegeben, unsere gefallenen Kameraden nicht ehren konnten.
Offenbar haben die Kobes unsere gefallenen Krieger wiederbelebt und nun wandern sie als schaurige Skelette auf der Unbeugsamen umher. Mm. Ihr müsst ihre Zunderkästen bergen. Wenn wir sie zur heiligen Flamme bringen können, werden sie nach all diesen Jahren endlich frei sein. Möge Belida euch ja, leuchten. Ja, 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 ja. Mm. Der eine, der entkam. Da gibt es auch einen Erfolg, wo du in Orgrimmar angeln musst. Oder war das Eisenschmiede? Ich weiß nicht. Da musst du einen ganz bestimmten Fisch angeln und der Erfolg dazu heißt auch der eine, der entkam. Mein Sohn ist da draußen mit den Kobes. Er hat die anderen Kinder davon überzeugt, dass sie sich mit ihm zum Kämpfen rausschleichen sollen. Er sagte, sie sollten mutig sein, wie mein Vater. Als sie auf einen Kobes trafen, rannten die anderen alle hierher zurück, während er zum Schiffswrack rannte, um ihn sofort zu locken. Ich habe mich nicht mutig verhalten. Die Geschichte des Unbezähmbaren sagt, ich sei ein Held gewesen. Diese Lügen waren mein Bericht. Wenn es jemals eine Zeit gab, um uns zu erheben, dann jetzt. Aber ich bin dem Kobes alleine nicht gewachsen. Begleitet mich und helft mir, Maximilian zu retten. Bleibt wachsam. Gut, dann, spürt die Wärme der heiligen Flamme. Wackel. Hui. Guten Tag. Schleppt denn der damit ran? Die Burginische Sunderkasten. Ach so, die Wellhans Geltung ist ein Schiff gewesen. Mhm. Und kein Ort, wie ich erst dachte. Ein Schiff? So, das ist ein Questboss. Ja, ich habe auch gerade gedacht, der hat aber viel Leben. Ja. Aber es ist nicht der Boss, den wir töten sollen. Maximilian! Hallo! Maximilian! Max! Hab ich immer Rapunzel im Kopf. Die Erwachsenen. Ach so, das ist das Pferd, oder? Ja. Knarz, knarz. Unbezähmbarer Standfest. Das klingt wie ein geiler Porno. Ja. Entschuldigung, ich muss mich gerade mal anders hinsetzen, deswegen habe ich gerade nicht weiter geholfen. Ah, bin fertig. Und da oben ist eine Kiste. Mhm. Mal sehen, ob wir sie öffnen dürfen. Ja. Nee. Oh, 244. Das ist schon wieder schlechter. Als das. Aber sind wir eigentlich gerade in der Dunkelheit? Ich weiß nicht. Oh, ich glaube schon, ne? Ja, guck mal. Ja. Und wo weiß ich, woher weiß ich jetzt, dass das Viech da ist und wo das da ist? Das weißt du nicht. Weil das Viech, ja, ganz viele Spots hat. Und außerdem müssen wir erstmal was dafür kaufen. Ach nee, gar nicht. Müssen wir nicht. Ich habe nämlich absolut keine Ahnung, wie das funktioniert. Wenn du Langeweile hast, können wir ja die Spots mal abfliegen. Ich habe keine Langeweile. Wir haben hier genug zu tun. Ist gut. Im Endeffekt kann man sich nämlich nachher sowas kaufen, womit man eingegrenzt angezeigt kriegt, wo das sein könnte. Mmh, okay. Hütet euch vor den Der eine, der entkam. Ich weiß, es klingt abgedroschen, aber ich kann euch gar nicht genug dafür danken, dass ihr Max sicher nach Hause gebracht habt. Durch all das habt ihr mir auch gezeigt, dass ich an der Spitze sein muss, um den Weg für meine Leute zu ebnen. Ich habe gesehen, dass es schlimmere Folgen als den Tod gibt. Ich kann die Fehler, die ich in der Vergangenheit gemacht habe, nicht ungeschehen machen. Aber ich kann sicherstellen, dass ich das nicht wiederhole. Ich war richtig. Mögen die Schatten vorüberziehen. Habt ihr die Zunderkästen gefunden? Die Schatten euch finden. Die Flamme brennt für uns alle. Ich wünschte, ich hätte sie in dieser Nacht retten können, aber ich bin froh, dass wir ihre Andenken in Ehren halten können. Das würden wir uns alle wünschen, wenn es uns passieren würde. Verzweifelt nicht. Die Schatten spüren das. Leuchtendes Licht. Normalerweise leben die Kobes tief unter Wasser.
Wenn Beledar am hellsten erstrahlt, lassen sie uns in Ruhe. Auch von anderen hellen Lichtquellen halten sie sich normalerweise fern, aber in jedem Fall werden sie dadurch geschwächt. Wir Lampenanzünder dringen nicht nur in die Dunkelheit vor, um jene in der Not zu beschützen, sondern wir sorgen auch für das Licht, das ihnen Sicherheit bringt. Stellt diese Fackeln entlang der Grenze auf und kommt dann zum Dämmerturm hinter Welands Geltung. Behaltet die Dämmertürme im Auge. Gut, das sind aber viele. Oh, vielleicht kannst du das alleine machen. Ja! Perfekt. Zurücklehnen und gucken. Kannst ja mal nach deinem Ehemann gucken. Nee, hab ich schon. Ach so, okay. Ach, oh, oh. Du süßes Ding. Wir sind ja. Beledar auf der hellen Seite bleiben. Wenn wir den Dämmerturm entzünden, verschafft das den Leuten von Velhans Geltung einen echten Vorteil gegenüber den Kobis. Und natürlich wird es auch ihre Hoffnung entfachen und ihnen Mut geben. Entzünde die Flamme! Wenn die Schatten euch finden, gebt Bescheid. Hier. Die heilige Flamme möge euren Weg erleuchten. Ihr habt meinen Sohn gerettet. Ihr habt das Rückgrat des Angriffs auf unser Zuhause abgebrochen und uns Waffen gegeben, mit denen wir kämpfen können. Ihr habt mir geholfen, der Anführer zu sein, dessen Rolle ich nur vorgespielt habe. Habt Dank. Die Lampenanzünder werden immer Verbündete in Velands Geltung haben. Im Lichte ihr die Arbeit. Oh. Oh, fertig? Robustes Räuchergefäß. Ja. Ich glaube, wir sind hier fetch. No, Mensch. Oh, nice. Hot Smetage. Rambustes. Rambustes? Kennst du auch die Rambusterbeeren? Nee. Oh, Bibi. So, hier. Was ist das? Jetzt können wir ja. Trübflossenköder. Okay. Die Main-Quest wäre jetzt da am nahesten. Ja, dann dahin kommen. Okay. Ab zu Sina. Uckeli duckeli. Es ist so dunkel. Ihr entgeht mir nicht. Trübschatten. Halt, Ferin. Wir sichern das Dorf, dann retten wir die Gefangenen. Bis dahin sind sie tot. Wir tragen die Flamme ins Unbekannte. Die Pflicht eines Lampenanzünders. Die Kobis haben bereits unschuldige Dorfbewohner zum Ufer verschleppt. Sie werden sie ertränken und dann aufessen. Wir müssen sie retten. Trotz allem finden die Arati Grund zur Freude. Täuschung in der Dunkelheit. Kobis lauern in den seichten, trüben Gewässern und schnappen sich all jene, die zu nahe ans Wasser gehen. Schneller als eine Viper. Und das gilt nur, wenn sie alleine auf die Jagd gehen. Zusammen sind sie ein Schwarm, von dem man sich wahrlich in Acht nehmen muss. Seit unserer Ankunft hier sorgen sie in den umliegenden Dörfern für Tod und Verderben. Sie verspeisen ihre Opfer bei lebendigem Leib, wenn es sich ergibt. Wir müssen die Dorfbewohner retten, die sie bereits zum Wasser gezerrt haben. In meinem Herzen brennt ein Feuer. Furchtbar frecher Fisch. Nach dem Glitzern in euren Augen zu urteilen, möchtet ihr euch Ferien bei diesem Wahnsinn anschließen? Ihr wollt in die Gewässer der Kobis vordringen? In die Dunkelheit? Ihr seid ein Narr mit einem Todeswunsch um. Schaltet so viele dieser verdammten Fische wie möglich aus, bevor sie euch in die Tiefen ziehen und zum Abendessen auffressen. Wir sind von Gefahr. Klingt, erinnert mich das Ganze hier. Zu mir. Erinnert mich so ein kleines bisschen an dieses eine DLC von Fallout 4. Da gab es auch solche Viecher, die sich irgendwie versteckt haben, dich überrascht haben und dich dann in die Tiefe gezerrt haben, wenn du nicht aufgepasst hast. Ach ja, so macht das Spaß.
Was bobbelt denn da vorne rum? Der hat gerade richtig heftig gerülpst. Ja, echt. Ich war's nicht, ich spür's. Ich auch nicht. Der hat gerade richtig heftig gefurzt. Der hat richtig Dünnschiss. So richtig feucht. Huch! Hallo Pilz! Oha! Ich habe einen Tapferkeitsstein gekriegt. Nice. Warum jetzt hier da schon ein? Cool. Ich auch einen Tapferkeitsstein. Nice. Ich habe zwar keine Ahnung woher, aber wird beim Abschluss von Quests, Schlachtzügen, Dungeons, Schlachtfeldern, Arena und anderen auf Höchststufe kriegst du die erst. Ich denke mal, die kriegst du dann auch ganz häufig bei Weltquests oder so, wie die Flugsteine, weißt du? Ja, weil ich brauche... Warte kurz. Wo steht das? 250 Stück davon. Für? Damit ich diese beiden Kristalle kombinieren kann. Diese gesplitterten Funke da oben. Season 1. Ich glaube, da kriege ich so eine coole Rüstung. Was ist das? Opfergabe aus reinem Wasser. Was machst du? Ja. Ich weiß immer, wenn kommt. Weg, weißt danke. Also ja, ich habe noch mehrere gesehen auf der Map. Das sind so blaue, na, bei mir so blaue egal. Punkte. Wenn ich wieder einen sehe, fliege ich hin. So, wir sind ja fertig. Huch, da unten. Fettig. Ich werde es stets versuchen. Oh, Anouin! Wir danken euch. Täuschung in Deckung bin. Vielen Dank. Diese Bewohner sind schwer verletzt, aber ich glaube, sie werden es schaffen. Manche von ihnen scheinen sich selbst heilen zu können. Und diese Feinde sind erbarmt. Ich höre einen strahlenden Gesang. Ja, 10 Quests. Ja, ich auch. Geil. Die Hälfte habe ich schon fast. Die Hälfte haben wir schon. Nicht verbergen. Oh Gott, hör bloß auf, ey. Die Insel-Expedition. Die Hälfte haben wir schon mal. Gibt euch noch mal richtig Mühe. Ja. Und in 15 weiteren Quests kriegen wir noch mal 100 Punkte. Für die 25 abgeschlossen. Das kriegen wir doch hin diesen Monat. Ich glaube, das kriegen wir noch diesen Tag hin. Ich vertraue auf eure Stärke. Ich muss euch bitten, Verstärkung in Sinas Sehnsucht zu leisten. Anduin und ich werden mein Volk bei Lorels Kreuzung in Sicherheit bringen. Was haben die denn hier für Bezeichnungen von Ort und Schiffe, ey? Sinas Sehnsucht, Lorels Kreuzung, wie hieß das gerade eben noch? Irgendwas mit Vorhals Geltung oder? Valens Geltung. Oder Valens Geltung. Valens Geltung. Meinen Leuten in Sinas Sehnsucht wird Angst und Bange sein wegen der Kobis und der Dunkelheit. Zündet in der Mitte der Stadt eine Fackel mit heiliger Flamme an und entfacht somit ihren Mut. Erinnert sie daran, wie stark sie sind. Wir werden dann zu euch stoßen. Möge euch die Flamme leiten, mein Freund. Ein Feuer in der Finsternis. Oh nein, hör auf. Noch mehr dieser Fische. Oh, den kann man nochmal anlabern. Ach, bleibt ein Weilchen und hört zu. Sollen wir das machen? Ich kann nicht. Ja. Werde ich gebraucht. Aber nur was anderes. Habe ich eben richtig gehört? Ihr seid eine Lothar? Ihr kennt Matthias. Den Namen? Ich wurde nach Anduin Lothar benannt, einem der größten Helden Sturmwinds. Er war eng mit meinem Großvater König Lane Vryn befreundet. Ein Name mit hohem Ansehen. Ihr müsst eine Lady sein, oder? Oh nein, wir wollen doch jetzt nicht förmlich werden. Meine Familie ist adlig, doch wir haben lange kein Glück gehabt. Familie in der alten Welt. Wie wunderbar.
Hoffentlich kann ich diesen Legenden gerecht werden. Moment, wenn euer Großvater König von diesem Sturmwind war, dann Anduin, neuer Freund. Ihr seid König? Nicht mehr. Eigentlich schon. Also müssen wir wirklich nicht förmlich werden. Also eigentlich ist er ja noch der rechtmäßige König. Er war halt nur jetzt seit Shadowlands jetzt nicht mehr da. Ja, er hat jetzt aber noch keinen Nachfolger. Es gibt aktuell nur eine Vertretung. Und das wer? Wie hieß der? Ist auch so ein nicht Tyrion Fordring, irgendein, ich glaube auch irgendwas mit T oder so. Muss ich mal gucken bei Gelegenheit. Aber es gibt nur eine Vertretung. Ich suche jeden Tag nach einer Erfolgsstrategie. Im Trüben fischen. Ihr Fremdlinge und Feri habt es also tatsächlich geschafft zu überleben und die Dorfbewohner am Strand zu retten? Dahlstoß spricht erleichtert ein kurzes Gebet. Wir stecken hier in Schwierigkeiten. Die Kobis bedrohen das Dorf mit einigen ihrer stärksten Streitkräfte. Wir haben alle Hände voll zu tun, nur die Stellung zu halten. Solltet ihr es schaffen, diese Monster zu besiegen, könnten wir das Blatt vielleicht noch wenden. Töte Tiefschlamme. Die Arati kämpfen, solange das Licht mit uns ist. Vernichtet diese Monster! Da war irgendwas. Fackelentzündung. Dünsch ist incoming. Die Fackel da hinten habe ich noch nicht entzündet. Was für eine Fackel? Dunkelheit. Hier. Ach so. Ja, komm. Aua. Willst du jetzt zu Fuß laufen oder was? Ach, da innen drin sind noch Viecher. Die müssen wir doch gar nicht bekämpfen. Nee, aber die Leute müssen wir segnen. Ich habe dafür jetzt aber nichts gekriegt. Warte. Müssen wir überhaupt nicht machen. Das da. Doch, du hast das schon. Da steht Arati-Gruppen versammelt. Und bei diesen Grüppchen kriegst du so ein Icon, wo du drauf drücken musst. Ja, ich war da immer hier. Jetzt habe ich es auch gesehen. Huch! Hallo! Zahnteufel. Ich glaube, der war schon lange nicht mehr beim Zahnarzt. Der ist geplatzt. Tiefschlamme. Oh, ich bin noch von irgendwo im Kampf. Tiefschlag. Hallo, jetzt wird tief geschlammt.
Fertig. Schön, dass es euch werde gut das geht, als ein Ja. Jetzt haltet endlich inne. Ich habe gefragt, ob du fertig bist. Habe ich nicht gehört. Kam nicht durch. Was? Ich habe da schon fast ins Mikro geschrien. Nee, kam nichts durch. Frechheit. Im trüben Fischen. Jeder Arati hat mehr Kobis getötet, als ich zählen kann. Wir haben auch mehr Arati an die Kobis verloren, als ich zählen mag. Keine Ahnung, aus welcher Unterwasserhöhle sie gekrochen sind. Der bloße Gedanke daran lässt mich. Wir verlieren so viele an die Finsternis. Klingende Arati. Die Arati sind stark, stolz. Die Kobis mögen widerwärtig sein, doch diesen Kampf werden sie heute nicht gewinnen. Ergebt euch nicht der Furcht. Eine Schattenwelle. Was ist geschehen? Hey! Oh, das ist Kriegsmeuten gebunden. Nice, das hebe ich auf. Oh! Erst. Was mein wo? Glaube entfacht eine meine Hoffnung. Ja. Ferins weit aufgerissene Augen blicken sich überrascht um. Was ist gerade passiert? Habt ihr diesen Schatten gesehen? Und der Ölbrunnen, er hat sich verdunkelt? Sowas habe ich noch nie erlebt. Steckt womöglich der Dämmerturm in der Nähe dahinter? Beeilt euch! Seid stark! Schnell! Diese Schatten kamen aus dem Dämmerturm. Ferin wartet! Wir müssen uns nach Merilda zurückziehen. Ach, das ist ja schon hier. Ich dachte, das wäre der da hinten. Ja, das ist wahrscheinlich doch der da hinten. Die wartet hier nur. Der Turm! Ein Lampenanzünder bringt Hoffnung. Betrachte die Video. Der Dämmerturm. Was passiert da mit ihm? Er wird angewimmelt. Die gute Aleria schlägt zu. Eric, sie. Die Vorbotin hat mir eure Ankunft angeflüstert. Und euren Fehlschlag in Dalaran. Wo ist euer Meister? Oder Meisterin? Aleria! Nein! Die heilige Flamme! Was haben Elric und sein Kult getan? Was habt ihr erfahren? Furcht und Scham dieser Leute hängt wie ein Nebel in der Luft. Ich verfehle nie mein Ziel. Die verdunkelte Flamme, dieser Orden der Nacht, wie er sich selbst nennt, hat die Flamme des Turms mit Hilfe eines widerwärtigen Rituals in Dunkelheit verwandelt. Was es war, weiß ich nicht. Wir sollten mal nachdenken. Sie kann mir nicht entrinnen. Die Flamme ist verderbt. Können wir sie wiederherstellen? Ah, bestimmt. Ach da, jetzt kann ich es anklicken. Dieser Schatten, das ist zu viel. Ich... Anduin, helft ihr. Ruft noch einmal das Licht nach. Wenn ihm das mal noch innewohnt. Ich. Nein, ich kann nicht. Es muss anders gehen. Ich glaube, der muss erstmal über seine Vergangenheit hinwegkommen, bevor er das Licht wieder rufen kann. Ich glaube, das wird noch eine Weile dauern. Ich glaube das auch. Die Wunden der Leiche bilden ein rituelles Muster. Die arme Seele wurde nicht nur getötet, sondern der Dunkelheit geopfert. Klingt nicht so geil. Werte Freunde, so lange leben wir schon in Furcht. Beleda hat versucht, uns den Weg zu zeigen. Das Licht hat uns verlassen. Im Glanze des Lichts sind alle offenbar entblößt. In der Dunkelheit sind wir frei. Wir fürchten die Dunkelheit nur, weil das Licht uns dazu verleitet. Beleda hat uns den Weg gezeigt. Wir müssen keine Angst mehr haben. Wir müssen zu jenen werden, die Angst verbreiten.
Oh Mann. Na, guck mal, das sind diese Reittierviecher. Tagebuch ist zerrissen und viele Stellen sind durchgestrichen. Nur wenige Abschnitte sind noch lesbar. Tabitha, ich verlasse unsere Reihen. Ich erwarte nicht, dass du es verstehst. Der Orden der Nacht wird stärker und stärker. Sie verstecken sich in Höhlen, in Städten und im Kreise unserer größten Feinde. Sie haben sogar eine Basis unterhalb von einem ihrer kostbaren Türme. Die Armee hat keine Ahnung. Das Licht hat uns alle geblendet. Aber nicht mich. Nicht mehr. Oh mein Gott. Noch eine Seite. Wofür haben wir all die Jahre gekämpft? Warum sind wir hier? Weiß Belida überhaupt von unserer Existenz? Liebt er uns für unsere Hingabe? Oder hasst er uns, weil wir sie zurückhalten? Was, wenn die Dunkelheit seine wahre Form ist? Wir haben jahrelang im Licht gedient. Und was hat's uns gebracht? Wir sterben. Einer nach dem anderen werden wir in den Schatten erhascht. Vielleicht sollten wir darauf hören, was Belida uns zu sagen versucht. In den Schatten wartet Trost. Ich bin müde, Tabitha. Ich weiß, was das bedeutet. Ich weiß, dass wir letztendlich unsere eigenen Brüder und Schwestern verletzen. Euch verletzen. Ich empfinde keine Reue. Jo, eine noch. Guten Tag. In den Griff der Lanze sind kaum sichtbare Siegel eingeschnitzt. Sie wurden überritzt und verändert, um neue Formen zu bilden. Sie pulsieren vor dunkler Energie. Ich glaube, die haben irgendwie eine ganze Weile vergeblich auf die Lampenanzünder gewartet und dann halt anderweitig Hilfe gesucht. Ja, ich glaube auch. Wir schulden unseren Dienst jenen, die ihn brachten. Berichtet, was ihr erfahren habt. Solltet ihr durch die Dunkelheit irren? Eine Höhle? Ob sie noch in der Nähe sind und die Flamme verderben? Wir sind das Licht in der Dunkelheit. Sie haben also auch Kelta getötet? Ferin kneift die Augen zusammen und murmelt ein stilles Gebet und einen Fluch zugleich. Wir bereiten ihm eine angemessene Beerdigung. Der Orden der Nacht wird dafür bezahlen. Wir haben Düsterfelsen, die nahegelegene Höhle, schon vor Jahren versiegelt. Offenbar haben sie sich ihren Weg hineingegraben, um es auf diesen Dämmerturm abzusehen. Wie lange haben sie das geplant? Wie lange hat sich der Orden der Nacht schon unter unsere Reihen gemischt? Wir tragen die Flamme ins Unbekannte. Mhm. Ein immer tieferer Schatten. Als ich nach der Flamme langte, spürte ich die überwältigende Hoffnungslosigkeit und Verzweiflung, die in sie gegossen wurden. Es schmerzt mich, aber mein Licht allein reicht nicht aus, um diese Schatten zu verbannen. Wir müssen also einen direkteren Weg wählen. Wenn sich die verbleibenden Kultisten in die düster Felsenlaube zurückgezogen haben, verdunkelt ihre gemeinsame Macht vermutlich die Flamme. Wir müssen sie aufhalten, bevor sich die Dunkelheit weiter ausbreitet. Ergebt euch nicht der Furcht. Tyrannimo! Vorsicht! Was sind das für Dinge? Ach, da unten. Sie wirkt nicht real. Eine List des Schattens. Okay. Ich kümmere mich darum. Ihr geht alle weiter. Hallo, ihr Babsack. Ja, soll sie nur kommen. Was
Wasser schon wieder? Ach komm, ey. Mhm. Schnell! Elric ist nirgendwo zu sehen. Doch diese Verräter voraus tragen eine mächtige Finsternis in sich. Ferin lässt die Kiefer malen. Sie haben ihre Wahl getroffen. Trotz allem. Ferin entfernt unterdrücktes, zorniges Flüstern. Gute Arbeit. Aber bevor wir gehen, müssen wir noch etwas erledigen. Am Ende dieses Wegs gibt es ein paar mächtige Priester, die, so glaube ich, etwas beschwören. Etwas Großes, das uns sicher von oben angreifen und vom Turm forttreiben soll. Das wird gefährlich, aber wir müssen sie aufhalten. Seid ihr dabei? In meiner Wahl. Wenn wir dieses Ritual Stopp! Unterbinden, müsste ich die Flamme läutern können. Stopp! Hm? Wir sind bei 41 Minuten. Upsi. Dann danke fürs Zugucken. Tschüss. Ciao.